Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Feel to Beast Direwolf 20 mit dem Sascha zusammen. Allzeit. Und wir waren stehen geblieben, hier die Energieversorgung zu bauen. Das Problem ist, mir ist gerade das Spiel abgestürzt, das heißt, die Aufnahme ist weg. Ja, ich habe eigentlich nur hier den Aquarius Accumulator gebaut, ein paar Pipes. Was ich aber festgestellt habe, die Kinesis Pipes verbinden sich nicht mit den Bullcraft Sachen. Das ist natürlich die Frage. Wenn es nämlich nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Denn Conduits gibt es nicht in diesem Modpack. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken. Ich baue jetzt einfach mal stumpfen Steam Dynamo. Copper Gears, okay, das ist Silber. Haben wir. Copper Gears ist auch nicht das Problem. Ja, wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann haben wir natürlich ein kleines Problem. Da muss ich gucken, wie wir das machen. Aber das werden wir gleich rausfinden, würde ich sagen. Ob es denn funktioniert. So, dann nehmen wir uns das Ding und das Ding und das Ding und dann haben wir unser Steam-Dynamo fertig. Denn normalerweise heißt es ja Power-Input-Pipes und so weiter. Das ist halt so eine Frage jetzt. Jetzt hat er natürlich das Ding falsch rumgebaut. Ich gehe kaputt hier, ey. Ist halt die Frage, connectet er sich denn? Das weiß ich gar nicht. Das sieht nicht danach aus irgendwie. Oh nein. Connectest du dich? Nö. Schön. Du schon mal nicht? Du? Du connectest dich. Das ist doch schön. Aber wo geht das denn jetzt bitte schon hin? Geht das irgendwo hin? Bei dem funktioniert es auch nicht. Oh Mann, ey. Diese Arbeitsverweigerung. Oh, Leute, das gibt's doch nicht. Warum steigst du nicht? Auf jeden Fall hat er sich hier jetzt schon mal connected. Ich weiß jetzt nicht, kann das vielleicht sein, dass hier auch dass da die Wunden sein müssen? Das weiß ich nicht. Toll. Oh, super. Oh, wer grunzt mich denn hier an? Auf jeden Fall ist er verbunden. Oh, da hab ich jetzt gemacht. Achso. Aber irgendwie kriegt er keine Strom. Keine Strom. Ja, das ist, wenn man raus und rein machen will, das ist klar. Die Frage ist jetzt natürlich. Ah, gibt es irgendwas hier, womit man Energie transferieren kann? Was ist denn mit den Energy Pipes? Die könnte man nur ausprobieren. Stones habe ich noch. Ein bisschen Redstone habe ich auch noch. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt so einfallen würde, was wir ausprobieren könnten. Müssen wir halt Energy Pipes verlegen. Dann ist das halt so. Wenn das damit geht, das weiß ich nur nicht. Das werden wir jetzt ausprobieren. Verbinden tun sie sich auf jeden Fall schon mal. Das heißt, ich teste das jetzt einfach. Ich reiße mal kurz die ganze Kacke wieder ab hier. Nein! Nicht runterfallen. Schnell. Wieder runtertauchen, erstmal einsammeln.
Weil die Chinesis Pipes möchte ich ja bestimmt nicht wegschmeißen, weil die haben gut Redstone gekostet. Hilfe, ich ertrinke. Es ist nur die Frage, ob da mit den die Energy Pipes direkt. Ich, das Schlimme ist nur, da steht nichts dran. Ich weiß nicht, wie viel RF pro Tick die dann transportieren. So, das Wort habe ich gesucht. Aber das werden wir jetzt ausprobieren. So, connectest du dich damit? Ja. Connecten tut er sich auf jeden Fall schon mal. Hä? Warte. Hä? Schnell wieder raus aus dem Wasser hier. Schnell! So. Ich glaube, der liegt doch jetzt. Ach, Mist. Ja, du brauchst nicht nach deinen Taubenpfeifen da draußen, mein Freund. Gibt's ja gar nicht. Schöne Eisenwand wieder hier. Oh. Oh, Luft. Ich will auch ein Vollgesicht, ey. Ist doch falsch rum. Egal. Wir haben ihn ja. Wir haben ihn doch. So, wo ist er? Da ist er. Toll, immer noch nicht da. So. Jetzt muss ich ihn nur noch verbinden und dann gucken, ob es funktioniert. Nö. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Das ist aber doof. Die Frage ist natürlich jetzt. Muss ich erst irgendwas haben, damit der das rauszieht? Das ist natürlich jetzt richtig doof, ey. Ach Mann, ey. Warum denn immer so problematisch hier machen, ey? Warum nicht einfach die Konduits drin lassen, die es mal gab? Einfach die Sachen drin lassen, die schon bewährt sind und fertig ist die Kiste. Nein, immer alles ändern. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal gucken. Ich habe jetzt zu wenig. Da gibt's doch nicht, ne? Ich habe da irgendwo einen zu viel gebaut. Habe ich doch gerade gesehen. Da. Wollen wir den nochmal kurz abhaken, ja. Gib her. Das ist nämlich der eine, der mir jetzt noch fehlt. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir unbedingt irgendwie die Stromversorgung jetzt am Laufen kriegen. Und der kriegt auch keine Energie. Sehr toll. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich Transfer Nodes Energy bauen. Was ist das alles? Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Was braucht man denn dafür alles? Den gibt's doch gar nicht. Du meine Güte, ach du mein, wie viel Redstone braucht man denn? 2, 5, 8. Huh! Da brauchen wir aber ganz schön viel Redstone für. Jetzt. Oha. Oha. Da brauchen wir einige Redstone-Blöcke jetzt. So, dann bauen wir mal die Energy Node. Dann ist das so. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal das. Da brauchen wir Gold. Ein bisschen Gold. Ein paar Nuggets. Das brauchen wir zuerst. Davon brauchen wir zwei. Und haben jetzt schon zu wenig. Boah, wie viel Redstone man dafür braucht. Ist doch nicht mehr feierlich, ey. Dann brauchen wir das. Einmal erstmal. Und dann brauchen wir noch das, ne? Genau, einmal. Und das war's mit den Redstone-Blöcken. Das war's dann. Mehr haben wir nicht. Wir brauchen noch drei Kisten. Wir brauchen noch mal Redstone. Okay, und das war's dann mit dem Redstone. Danach.
Wir brauchen noch Stone. Stöhne brauchen wir noch. So ein bisschen. Und dann bauen wir uns mal eine Energy Node. Und auf der Hoffnung, dass es damit geht. Das ist nämlich so eine Frage. Enderperlen wären natürlich geil. Weil dann könntest du mal direkt 4 bauen. Aber haben wir nicht. Enderperlis. Da müssen wir Endermans für töten. Und ohne Rüstung ganz schön gefährlich. Ja. Wo krieg ich denn hier Schaden? Was ist denn jetzt los? Hunger? Hm? Oh, das war ein Loch. Ja, oder ein Loch. Schön. Wo bin ich denn jetzt? Oh mein Gott. So, 3 Nodes haben wir. Eine haben wir noch. Das heißt, wir haben jetzt unsere Energy Node fertig. Okay. Was ist denn QED, bitteschön? Erstmal ein Treppchen bauen hier. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh, oh, oh. Das gibt's nicht, ne? Das gibt's jetzt nicht. Da muss man echt dieses QED für haben. Ach du meine Güte, da brauchen wir 4 Diamanten für plus Enderperlen. Oh Mann. Oh. Nicht schön. Was gibt's denn noch hier? Energy Conduit von Ender.io gibt's noch, ja. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, damit ging das immer. Mit dem Energy Conduit. Da braucht es aber dieses Conductive Iron für. Obwohl, das ist ja nicht so schwer zu herzustellen. Eisen und Redstone brauchen wir dafür nur. Jetzt habe ich die ganze Scheiße umsonst gebaut. Ich gehe kaputt. Ja, auch nicht schlecht. Warum auch nicht? Ja, wir wissen, Transfer Nodes. Oh Mann, ey. Ach ja. Schön, dass die Kinesis Pipes nicht funktionieren. Das ist auch toll. Obwohl ich das echt nicht verstehen kann. Da steht extra noch RF pro Tick dran. Aber irgendwie... So, da hätten wir nämlich das Power Input. So, aber das funktioniert nicht. Ich habe es ja gerade ausprobiert. Es funktioniert einfach nicht. Ich kann die zwar da dran machen, aber der transportiert keine Energie. Warum auch immer. Ich kann das jetzt mal so ausprobieren, einfach mal mit Ruf. Ich nehme mal die Cobblestone mit. Weil auch wenn er doch weniger, oder ist nicht da daran, weil der eine mehr Ticks hat wie der andere. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. So, und eigentlich müsste der sich aufladen, aber macht er nicht. Und warum? Es weiß keiner. Es weiß keiner, warum. Ja, dann müssen wir das halt mit den Conduits machen. Dann heißt, wir müssen Beton anrühren. So heißt das Zeug nämlich. Oder ne, das heißt, ich meine, mit Beinen da heißt das. Wir brauchen jetzt Conductive Iron. Das heißt, wir müssen Redstone haben. Machen wir erstmal, ich sag mal so 12. Wo ist das Eisen? Das Eisen. Wir machen jetzt erstmal Conductive Iron. Das heißt, wir müssen jetzt dann halt diese Conduits nehmen, versuchen. Ich weiß nicht, ob das damit funktioniert, aber das werden wir sehen. Wir brauchen Gravel, Clay und Sand. Gravel, Sand, Clay.
So, dann machen wir mal ein bisschen. So. La 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 la. Ich könnte natürlich den Electric Furnace hier noch irgendwo hinstellen, so lange, ne? Ja, stell einfach mal hier hin, so. Geht ja nichts. Oh, dann nehme ich auch noch durchschmelzen hier. Dann müssen wir halt damit ausprobieren. Mal gucken, ob es damit funktioniert. Ist das zum Kotzen, ey. Was ist das? Ach, da brauchst du Glowstone für. Okay, hat's gerade erledigt. Da müssen wir in die Hölle für. In die Hölle fein. So, da kommt der Konduitbinder. Oder Binder. So, drei haben wir schon mal. Das heißt, wir können jetzt schon mal ausprobieren. Denn da kriege ich nämlich meine die Conduits raus. Und das ist jetzt fast eine der letzten Möglichkeiten, überhaupt das auszuprobieren, weil dann weiß ich echt nicht mehr weiter. So, der verbindet sich auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal gut. Wenn es nämlich nicht funktionieren sollte. Und es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Steht am Bogenschütze im Gang. Ja, komm mal fein. Es funktioniert nicht, Freunde. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Da muss ich mir echt schlau machen, wie man hier jetzt Energie transferiert, weil das ist ja, ne? Ach ja, verschreib dich mal. Ender IO. Das sind die Conduits, ist klar. Was ist denn BC Energy? Da ist gar nichts dran, ne? Da sind nur die Engines dran, ne? Gut. Bullcraft Energy schon mal nicht. Da sind die Filler und so. Da sind die ganzen Transport Pipes. Obwohl ich ja echt nicht verstehe, warum das nicht funktioniert. Bullcraft, das sind Bullcraft Sachen. Ach ne, das andere ist ja Mine Factory Reloaded. Gibt's denn da was? Sag ich mal. Projekt Red gibt es noch. Thermal Expansion habe ich schon durchgeguckt, da gibt es keins. Gibt es zwar noch diese Energy Cells, aber lustigerweise nicht mehr die ganzen Transportsachen. Das finde ich ein bisschen doof. Das finde ich ein bisschen doof gemacht. Tinker's Constructs, nein. Das sind die Receiver und so. Steve's Factory Manager. Oh, das gibt auch wieder hier. Steve's Cards, okay. Redstone Arsenal. Projekt Red gibt's, klar. Pneumatic Craft. Oder geht das jetzt mit den Kabeln hier? Das ist eine sehr gute Frage. Aber die können doch nur EU. Die machen nur RF. Könnte man doch trotzdem mal ausprobieren, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Gehen wir unser Hämmerchen holen. Wir haben ja genug Dingens hier. Machen wir mal 10 Stück. Wo ist der Hammer? Da. Machen wir einfach mal 10. Und dann gucken wir mal, ob es damit funktioniert. Ich glaube nicht, aber naja.
Testen kann man's. Ja, gleich. Geil, jetzt habe ich die ganze Folge damit verbracht hier. Weißt du? War mein Steckbrief fertig, Schildkröte gesucht. Ja. Hattest du die nochmal in eine andere Richtung geschickt? Ja, in derselben da hinten. Oder erlaubt die sich einen Gag und hat sich hier eine Mauer zwischengebaut? So, aber die Aufnahme ist noch nicht beendet, denk dran. Ne, das funktioniert auch nicht, alles klar. Das wollte ich nochmal testen, geht nicht, alles klar. Dann beende ich die Folge jetzt. Ich guck mal nach, wie das geht. Und ja. Wir sagen wieder, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar, wie immer da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.